Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Yokai Watch. Ich habe Kuruma-san, das finde ich sehr, sehr toll. Und wir gehen jetzt zu Freddy nach Hause, der wohl in einer leicht edlen Gegend wohnt. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich glaube, da war ich noch nie. Wo der wohnt. Boah, man kann ja auch mit dem Fahrrad langsam fahren. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, wo der wohnt. Was ist das überhaupt für ein geiler Wasserdings? Ey, gibt es aber in Japan wirklich? Das ist voll hübsch. Aber ich denke, das gammelt schnell an. Muss wohl einer darauf sauber machen. Oh, fast schnell vom Auto überfahren worden. Schwalbing Joggingweg. Ich glaube, ich war hier echt noch nicht. Hey, es gibt noch mehr Gebiete. Da kommen immer mehr Gebiete dazu. Ich kriege zu viel. So langsam ist es schon fast zu viel an Gebieten. Ich meine, ich komme saune drauf klar, wenn ich irgendwas suchen muss auf der Map hier, weil das einfach so kompliziert ist. Das zu finden, weil ich mich noch nicht auskenne. Aber ich denke, das wird im späteren Spieleverlauf gut sein, weil das einfach nie langweilig wird. Guck mal, hier ist noch so ein schöner Weg. So Gebüsch und da ist irgendwo ein C-Yokai. Hier ein Baum? Oder hier? Hier. Oh, geil! Da müssen wir uns angucken. Wo ist er? Hä? Ich hätte irgendwann gibt es so Yokai, die mega schwer zu finden sind. Bist denn du? Die einfach so ganz schnell abhauen und alles. Das sieht aus wie eine Fusion aus. Irgendwie wie ein Zikado oder sowas. Boah, der war schwer zu fangen. Ist das so eine neue Vinzicado-Form? Ja! Ninzicado! Wie cool! Ninzicado greift an. Aber ich bezweifle, dass sie sich direkt mit mir anfreundet. Wie cool! Oh ne, und Amnesimon. Jetzt mal direkt die Tatzen des Zorns ein. Und zeigen dem unseren Zorn gegen einen LKW, was? Im Hintergrund ist der. Wie cool sieht überhaupt die Map im Hintergrund aus? Es fehlt nur, dass da so Autos vorbeifahren. Oh, die Banya wurde angegammelt. Ja, das müssen wir ändern. Wieso ist denn der jetzt weggestorben? Dankeschön. Ich mache nochmal Pistoleros vorne hin. Einfach. Komm, da brauchen wir jetzt nicht anzutreffen. In der Hoffnung, dass wir irgendwie eine höhere Chance haben, den zu recruiten. Jetzt trödelt der Teil. Oh. Nein, ich will das haben. Ja. Oh, war das knapp, ey. Habe ich überhaupt noch bekommen? Ich glaube, ich habe da gar nicht mehr bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Ich hoffe einfach mal. Ich bin gespannt, was man sich noch alles von dem Geld so kaufen kann. Wäre so geil, wenn wir jetzt diese neue UK Watch auch kaufen könnten im Spiel. Fluchthelferlein. Ne, ich glaube, ich habe das nicht bekommen, oder? Oder war das? Ich habe nicht richtig gesehen. Ich habe nur so buntes Gesplatter gesehen. Vielleicht war da auch gar nichts drin. Und er hat mit uns angefreundet. Hör, die ist immer noch da. Hier ist noch einer, oder? Will ich vielleicht ganz oft gegen den Kampf? Nee, komm, wir lassen das erstmal. Ich denke, wir kriegen später noch irgendwie Strategien, wie wir so Yokais besser fangen können. Aber ich denke, wenn wir jetzt einfach nur gegen den Kämpfen mehrmals, das bringt nichts. Zumindest denke ich das. Gut, wir haben dann eine höhere Chance zu rekrutieren. Rekrutieren, sage ich die ganze Zeit. Hey, als ob! Was macht das Watch-Siegel an einem Ort wie diesem? Dein Watch-Rang ist zu niedrig, um es jetzt zu öffnen. Aber wenn du einen Rang auf B oder höher erhöhst, sollte es funktionieren. Machen wir es auf den Weg. Oh. Wieso zur Hölle hat er so ein Ding vor seinem Haus? Der ist mega retarded. Aber irgendwie auch voll lustig. Egal, dann müssen wir halt unseren Watch-Rang erhöhen. Jetzt muss ich wieder irgendwelche Yokai suchen. Ich hoffe, dass das nicht wieder so mega lang dauert. Joggingweg einfach. Dieses Haus hat aber schon schön ausgesehen, muss man sagen. Wie es ist. Ich bin schneller als das Auto. Hey, ist dieser eine Opa, der dort am Tanzen war? Ich habe den genau erkannt. Creepy Typ. Bim. Jetzt bin ich ja wieder bei Neudorf. Da will ich doch gar nicht hin. Aber ich glaube, Lenzhausen ist irgendwo oben drüber. Oder links? Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier mit überhaupt nicht klar. Bin ich doch richtig? Ach, keine Ahnung. Ich verstehe die Map nicht. Gott, bitte nicht wieder irgendwelche creepy
Seitengassen besuchen, um irgendwelche Yokais zu finden. Denn ich finde die creepy Seitengassen nie. Rund um die Uhr. Schon wieder verbessern, ey. Ja, ich möchte meine Uhr verbessern. Eigentlich sollte man direkt am Anfang die Uhr komplett verbessern, kann das sein? Kein Spiel wie beim letzten Mal. Besiege einfach die Yokai, die ich hier sage. So, wo müssen wir hin? Geben wir unser Bestes, jederzeit. Jo. Finster genug auf der Baustelle in der Innenstadt. Wo die Baustelle kennen wir. Schlabatt. Gasse zur Ladenpassage Blütenweg. Okay. Der Brocken. Am verlassenen Tunnel. Okay. Okay. Vielleicht finden wir die diesmal schneller. Hat sich zumindest nicht so verwirrend angehört. Und ich kenne jetzt auch die Map ein bisschen besser. Gut, dann. Der Tunnel. Der Tunnel, der Tunnel. War jetzt hier sogar ein Tunnel? Nee. Scheint doch nicht. Ich glaube, ich fahre nochmal kurz hier zurück. Weil Blüten. Oder war da Blüten? Nee, warte mal. Blütenbrühl. Blütenbühl heißt das. Da ist kein Brühl. Da sind wir ja sogar. Ich gucke nochmal gerade, wo das Blütending da war. Denn, das habe ich auch gemerkt, man kann ja einfach bei Quest gehen, dann gucken, wo man hin muss. Und man muss nicht immer extra dahin rein. Also. Ach ne, die befinden sich hier, hat er wahrscheinlich gemeint. Finster genug bei der Baustelle, Stadt, Gasse zur Ladenpassage. Brocken verlassener Tunnel. Dann machen wir jetzt einfach mal zuerst die Baustelle suchen. Baustelle. Die war ja. Die war nicht hier eigentlich, ne? Egal, wir gehen trotzdem mal hier lang. Die Baustelle war doch auch in der Innenstadt, oder? Ich hätte einfach direkt nach hier fahren können, ich Schrottel. Ich kenne mich halt einfach noch überhaupt nicht mit der Stadt aus. Ich fände das schön, wenn da so bei diesen Pfeilen so ein kleiner Text dabei wäre, wo man dann hinkommt, wenn man da hinfährt. Innenstadt Hauptstraße, ja, das ist, glaube ich, richtig. So, jetzt hier runter. Und von allen Autos angefahren werden. Oder gegen so einen Kasten da fahren, kann man auch machen. Genau, das ist doch die Baustelle. Stimmt, da sind sogar diese blauen Fähnchen. Ich glaube, das sind die richtigen, kann das sein? Oder ist das jetzt einfach nur so eine gammelige Mission? Ich glaube, das ist einfach nur eine gammelige Mission. Oh oh. Hey, wir arbeiten hier unbefugt, wir dürfen hier nicht rein. Ja, das ist jetzt doof. Das kann ich auf keinen Fall. Kann ich auf keinen Fall stemmen. Ich bin viel zu erschöpft. Hey, du da, wieso stehst du da so rum? Lass das Zeug nicht einfach rumlegen. Heb es auf. Oh, tut mir leid, Chef. Huch, da kommst du gerade einen ganz schlechten Moment. Wie peinlich. Körperliche Arbeit ist nicht so meins. Der Chef schimpft immer mit mir. Sieht aus, als ob er nicht für diese Art von Arbeit gemacht ist. Ich will nicht gefeuert werden. Könnte ich meine Ausdauer irgendwie verbessern? Ja, was willst du denn helfen? Wie können wir ihm helfen? Wie wäre es mit einem Essen, das die Ausdauer verbessert? Leber mit Lauch. Ich habe diesen Traumkörper dank Leber mit Lauch. Du redest Wurstzeug. Von Leber und Lauch wird deine Ausdauer bestimmt besser. Leber und Lauch? Wieso nicht? Ich kann es mal ausprobieren. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Sonnenpavillon. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Quest hier machen muss, um überhaupt da reinzukommen bei die Baustelle. Warte mal, hier ist der Yokai doch. Oder nicht? Ich muss die Quest da gar nicht machen. Der ist direkt hier. Glaube ich zumindest. Oder? Der Brocken! Yo. Bist du denn, ey? Hahaha, als Belohnung, dass du mich gefunden hast, kriegst du etwas Besonderes. Stärke-Talisman, muss ich gegen ihn kämpfen? War das überhaupt das Richtige? Ich glaube, war gar nicht das Richtige, oder? Nee, da war nicht das Richtige. Der Brocken ist beim verlassenen Tunnel. Den Finster genug ist bei der Baustelle. Shit! Aber wo? Wo bist du? Ja, wie finden wir denn jetzt? Hier ist doch die Baustelle. Steht da nicht sogar, wenn ich hier hinfahre, dass da die Baustelle ist? Ich komme da nicht rein. Hier außen rum? Kommen wir auch nicht.
Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte was geschafft und dann habe ich doch nichts geschafft. Ey, finde ich jetzt aber ganz schön traurig. Seht ihr das? Meine ich, das ist voll blöd, diese Yokai zu suchen, weil das halt während der Aufnahme mega scheiße ist. Aber offscreen wird das voll viel Spaß machen, einfach so alles zu erkunden. So, hm, wo könnte der bloß sein? Aber für die Aufnahme ist das mega scheiße irgendwie. Ich habe Gefühl. Ich muss echt mal, ich muss das Spiel mehr offscreen spielen, damit ich einfach mal die Stadt kenne. Das wird ja sonst nichts. Der verlassene Tunnel. Ist das nicht der Tunnel da ganz rechts gewesen? Wenn man hier so ganz rechts fährt, da war doch irgendwo so ein Tunnel. Vielleicht meint ihr den. Ich glaube, ich bin sogar richtig, ja. Oder der meint diesen Tunnel, wo ich da einmal war, wo irgendwie gar nichts drin war. Da kann auch sein. Aber ich hätte jetzt gedacht, der meint hier den. Oh, man kann rein. Das ist aber nicht verlassen. Neptunstunnel, scheiße. Hä, was ist das jetzt für ein krasses Gebiet? Schwalbing Joggingweg. Hier ist wieder so ein Ninzikad oder wie die Dinger heißen. Ja, hier ist nichts. Ich gehe mal kurz in den Markt da, einfach mal zu gucken, was das ist. Einkaufen, hui, für die Straße fahren bei Rot. Und ich kann mich heilen, das ist doch cool. Dankeschön. Obwohl, eigentlich habe ich genug gekauft, aber egal. Ist das wieder der Immer-Da-Markt? Ich weiß, warum der so heißt, weil der überall ist. Das ist ja gar nichts Tolles. Ich habe ja gar nichts Tolles hier. Wieso sind hier eigentlich Toiletten? Ich wette, da kommt irgendeine Toilettenmission, ne? Man kann da rein, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So, nach weiter rechts kann ich auch nicht, aber da scheint es auch noch weiter zu gehen. Warte mal, ich muss mir mal kurz geben. Das ist die Map. Also anscheinend kann ich noch weiter nach rechts und dann noch da hoch oder was. Und hier oben ist nur das ganze Waldgebiet, wo ich durch kann, hier das. Als ob. Das ist normal. Alter, ich krieg zu viel. Oh, die Hecke. Die Hecke war heftig. Ja, aber hier muss ich auf keinen Fall hin. Hier ist ja nicht der Tunnel und nix. Da war der Tunnel bestimmt doch dieser eine da. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Doch, ich weiß, wo der war. Der war eigentlich auch bei dem Uhrmacher-Typen. In der Welt. Nur halt ganz weiter nach links. Ich weiß, ich fahre mitten auf der Straße und das ist ziemlich asozial. Aber man kann das ja mal machen, ne? Was vom Auto gefahren worden? Da unten ist sogar so ein Fluss, da kann man hin. So, dann fahren wir mal nach hier. Wir müssen jetzt, glaube ich, in Lenzhausen sein oder in Neudorf. Neudorf, ich raff nicht den Unterschied. Ach, das ist Lenzhausen-Neudorf, das ist ein Doppelname oder was? Bin ich dumm, ey. Deswegen war das doch richtig. Ja, dann fahren wir jetzt zum Tunnel, vielleicht finde ich den ja. Guck mal, wenn man quer über die Straße fährt, ist das ganz schlimm. Warte mal. Wo ist denn hier ein Yokai? Hä? Ist hier irgendwo ein Jibanyan oder so rumrennen? Weil das an der Kreuzung ist. Weil ich mach gerade den ganzen Verkehr kaputt. Hä? Ah. Wie doof ich bin. Ach, das war hier der die ganze Zeit. Was war das nochmal? Das war der Ninja da, ne? Ja, das ist ein Kappa, okay. Oh, das ist nie ein Kappa. Wieso werden die eigentlich in Fragezeichen angezeigt, wo ich die eigentlich schon kenne? Mitten über die Straße fahren, also hier bei dem Lenzhausen-Neudorf, da kenne ich mich jetzt schon mal ein bisschen aus. Aber der Rest ist für mich nur ein Mysterium. So kompliziert. Ich habe sowieso schon mega den beschissenen Orientierungssinn, ey. Und dann ist das Spiel einfach so groß. Oh, nee. Aber? Ja. So, ich meine, wenn wir jetzt hier durchfahren und weiter nach links, dann kommen wir irgendwann dahin.
Ich meine, das wäre auch alles ein Blütenbühl, die ganzen Dinger, die wir suchen mussten, ne? Hat der, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. So, verlassener Tunnel, das ist doch hier irgendwo. Oh, da liegt ein Item. Da will ich hin. Wie kommt man denn da hin? Bestimmt von hinten. Ah, hier war der Tunnel, ne? Gebirgsgipfeltunnel. Ne, das ist ja auch nicht. Ne, Gebetsgipfeltunnel. Wo ist denn der verlassene Tunnel? Ne, hier ist irgendwo ein Yokai. Gebetsgipfel einfach. Kann ich angeln? Way! Oh, wie knapp. Was war das? Warum ist das passiert? Oh, ein Item. Hä? Das war creepy. Ich glaube, da hat mir ein Yokai geholfen, oder? So ein Glücks-Yokai, das wäre cool. Was war das? Auf einmal klappt das doch. Vielleicht war das so. Ja, okay, das lassen wir durchgehen. War ein bisschen komisch. Ich finde das creepy, dass hier gar keine Musik ist, irgendwie. Mein Arsch tut weh vom Sitzen. Aua. Ja, jetzt habe ich ein Problem, denn das war somit der einzige verlassene Tunnel, an den ich denken konnte. Was haben wir denn sonst noch so? Wieso finde ich das so schwer, so Dinger zu finden? Gasse zur Ladenpassage und Baustelle. Ja, aber hier ist doch keine Baustelle sonst. Keine Ahnung. Tempelstraße. Ist hier echt ein Tempel? Oh. Da steht sogar mega fett Tempel drauf, wie du. Kann man da rein? Ui. Jo. Ja, genau. Als ob das so 3D ist. Wie krass. Seine Quests möchte ich jetzt aber, glaube ich, nicht hören. Die ist bestimmt schwer. Hier ist ein Geheimgang. Geheimweg. Yo, was haben wir denn hier gefunden, ey? Oh Gott, Hilfe. Ey. Meine Hass-Yokai. Was heißt eigentlich Möter? Eine Mischung aus Mann und Köter, oder was? Aber komm, wir brechen das ab. Die sind mega schwach, kann man so besiegen. Oh shit. Nein, ich konnte den heilen. Mist. Oh, Kuma-san. Nein, du Kuma-san. Oh, der süße Tanz. Er ist so kawaii. Hühnerkeule. Dankeschön. Nein! Hä, der hat es dasselbe gesagt wie ich. Ach, scheiße. Ja. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe eine tiefe Bindung, die ich nicht haben will mit dem. Mütter, wolltest du deine Yokai mit deinem Watch-Dingsbums so hinzugefügt? Ja! Ein weiterer Bukemi. Yokai. Das hat uns ein neues Ding im Siegel vom Medaillon eröffnet. Was ich euch auch mal zeigen möchte, ist das Medaillon kurz. Ah ne, so geht das nicht. Ich glaube, Medaillon kann ich ganz so ansehen, ne? Doch bei Info war das, glaube ich, einfach Info und dann Medaillon, genau. Und zwar, das Medaillon ist ja so aufgebaut, dass man hier einfach mehrere Seiten hat, wo man was reintun kann. Wenn man mal einen Yokai gesehen hat, ist der schon da, wie beim Pokédex praktisch. Wenn man die noch nicht gesehen hat, ist da noch ein Fragezeichen. Und da gibt es mehrere Seiten. Und was ganz besonders bei diesen Dingern ist, ist halt so eine Seite hier. Wartet, müsste gleich kommen. Boah, gibt es viele, ey. Ach du Kacke, kann ich hier einfach... Oh, man kann einfach so umblättern. Ja, hier sind noch mehr. Jetzt sind so Boss-Yokai. Ah, cool. Genau, hier, das meine ich.
Und zwar ist das hier eine Legendary Page, für einen Legendary Yokai zu beschwören. Und wenn man alle Yokai hat, die da drin erwähnt sind, dann kann man Legendary Yokai beschwören. Und in der ersten Staffel, beziehungsweise bei der ersten Spieleserie von den Yokai-Dingern, die rauskommen werden, wird das hier die erste sein. Ich will jetzt nicht spoilern, was das für ein Legendary Yokai ist, der hierbei rauskommt. Aber ich will ihn unbedingt haben. Und ihr würdet auch in der ersten Yokai-Medaillenserie zu bekommen geben. Was? War das ein Satz? Und den möchte ich unbedingt haben. Und dafür brauchen wir halt noch dieses ganze Froland. Wie kriegen wir Froland? Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir die alle noch durch die Story. Ich meine, die haben wir alle schon gesehen. Aber haben tun wir nur Tristine, Jibanyan und Petsmeralda. Wenn wir die alle haben, können wir halt was Cooles damit machen. Eine starke Kraft versiegelt diese Seite. Die 8 Yokai scheinen von einem Geheimnis umgeben. Und hier gibt es dann halt noch mehr. Kumajiro, es gibt doch den Bruder von... Dings. Kumene, what the fuck. Das ist interessant. Hier ist anscheinend eine Seite für ein Legendary... Charmanter Yokai, hier das ist für ein Legendary gruseliger Yokai. Da ist irgendwie schon wieder durcheinander. Und hier habe ich noch gar nichts von freigeschaltet. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Legendary Yokai, die wir beschwören können. Ich habe auch gesehen, da hat unten eine Zahl gestanden. Deswegen wird das eigentlich noch rausfinden können. Also von daher... Ist das auch noch ganz cool. Da oben ist... Wie heißt der Teil? Darf ich auch haben... Ey, voll geil. Da will ich haben. Wie heißen die auf Deutsch? Noko, die haben den Namen behalten. Das ist schön. Noko, Noko. Ja, finde ich gut. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts Besonderes zu machen. Wir kämpfen einfach so. Wir holen vielleicht noch Petsmeralda raus, damit die uns ein bisschen heilen kann. Weil, guck mal, wir wrecken alles sowieso. Die sind echt nicht stark, die hier leben. Aber Noko hätte ich trotzdem gerne. Noko ist süß. Ich habe Noko hat auch verschiedene Formen. Entwickeln kann oder so. Ich glaube, ich werde offscreen ein bisschen gleich suchen. Sag es. Das wäre eine bessere Idee. Okay, jetzt nur noch den einen. Die sind alle bereit. Alle bereit zum Kämpfen. Gewonnen. Ich komme nicht auf Kumasan klar, ne? Wieder der Dance. Das ist das süßeste der Welt. Tropfen der Freude. Cool. Das hört sich falsch an, aber kann man mal haben, ne? Hier komme ich sogar durch. Wer wohnt denn hier? Ist mal ernsthaft. The fuck? Warte mal, da unten ist bestimmt noch hier so ein Feld, wo man Items bekommen kann. Oder ist das einfach nur ein Haus? Ist einfach nur ein Haus, ne? Scheiße, ich bin in den Sackgasse gelaufen. Nein! Egal. Kampf. Der charmante Bonus wird direkt weggekickt. Wieso kämpft keiner? Ha. Guck mal, ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach nur warten. Aber man kann auch vorspulen, habe ich gesehen. Was hat er jetzt gemacht? Wir gehen ja nochmal so, ne? Ah. Cool, das. Welches Spiel hat so eine Funktion von selbst? Das ist voll geil. Das ist immer nur bei so Emulatoren sonst, wo man so vorspulen kann, weil das zu lang dauert irgendwie. Hierbei kann man einfach wirklich vorspulen. Wie geil ist das? Gewonnen! Jetzt kann man dann bei nervigen Situationen ganz einfach ein bisschen umgehen. Was, Mara? Ach, schon wieder so Mara. Hä, ich hab dich schon. Wieso wollen die alle mein Freund sein? Mütter. Ich würde ihn jetzt gern Spacko nennen, ne? Wie, habe ich jetzt zwei davon oder wie funktioniert? Weil das ist jetzt der erste, von dem ich zwei habe. Oder mit dem ich mich zweimal angefreundet habe. Hier kann ich auch kein Fahrrad fahren. Sehr mysteriös. Bin ich gerade durch den Zaun gerannt? Was ich auch toll finde, beim Spiel. Hier kann man einfach so Klippen runterrennen, das ist voll toll. So, wo komme ich jetzt raus? Einfach wieder aus einer anderen Stadt oder so. Oder aus einer anderen Ecke, ne? Nee. Doch. Aus einem Gammelkaff. Was ist denn das hier für ein Ort? Der wirkt aber ganz schön müllig. Ist das hier nicht ein verlassener Tunnel oder sowas? Da komme ich rein?
Ich hab grad alles voll gespuckt. Hier wohnt einer? Ach du Kacke. Ich vermisse die guten alten Tage, Herr Flügge. Das Leben war viel besser, als ich noch mit meinen vielen Vögeln zusammenlebte. Okay. Irgendwo ist ein Yokai. Aber ich weiß nicht wo. In dem Typen? Nee. Im Regal? Wo ist denn Yokai? Da! Hast du eine Miesmücke oder wie das hier heißt? Die habe ich auch noch nicht, die kann ich mich auch mal. Mit der kann ich mich auch mal anfreunden. Miesmücke gefunden. Was ich auch gut finde, ist, dass wenn man die entdeckt, man muss nicht unbedingt gegen die kämpfen, zwangsweise. Oh! Hey, wow. Toll, ich hab gedacht, so, boah, Geheimgang gefunden, aber da gar nichts. Suppi! So, irgendwie bin ich nicht so erfolgreich. Aber ich glaube, ich suche jetzt echt ein bisschen offscreen weiter, weil. Bleibt jetzt für immer offen? Ich glaube, dort wird sonst nichts. War da gerade eine Katze? Geil. Was ist los? Ich habe außerdem meinen Fußball in Herr Flüges Haus geschossen. Kannst du ihn doch, oder? Und dann ist der Kerl. Ja, ja, ich habe dein Gerücht gehört. Ah, ich kann ihm einfach den Ball so holen. Das Tor ist verschlossen. Ja, sehe ich. Guck mal, wir können jetzt noch schnell eine Quest erfüllen. Ich weiß nur nicht, wo denn sein Kackfußball ist. Stimmt hier irgendwo. Stimmt hier im Busch. Da ist einfach nur ein Käfer. Wo hat denn der seinen Fußball hingeballert? Jetzt zwischen zu 12 Kilometer irgendwo anders. Hier ist noch eine Katze. Hier ist eine Hecke. Da. Scheiße, ich dachte, das wäre der Fußball. Wäre ein bisschen dumm, wenn der Fußball so ein kleines, kleines Ding wäre, ne? Muss ich jetzt hier alles durchgucken? Ein Marienkäfer. Den würde ich gern haben. Ich glaube, den kriege ich auch. Dankeschön. No, das ist süß. Ja, und jetzt? Eigentlich wollte ich den Part beenden, aber irgendwie will ich den seinen Fußball jetzt noch finden. Egal, komm, wir machen noch ein bisschen weiter. Die Parts hier werden echt viel zu lang, das ist schlimm. Ist er hier drin? Warte mal, ich konnte hier doch gerade irgendwas anklicken. Da liegt noch was. Wie versteckt? Guck dich da an. Stärke-Talisman. Wo hast du denn dein Ball? In welche Richtung hast du denn den Ball gekickt? Das wäre eine gute Hilfe, wenn du das sagen könntest. Der nicht gesagt hat, hat irgendwie. Ist das vielleicht eine Baumkrone? Ja. Bist du? Und wenn Zikado ganz normal ist. Ich will jetzt dem seinen Ball haben. Der Pan ist schon wieder 30 Minuten lang. Die habe ich schon überall geguckt. Hast du den Ball gesehen? Ich frag den Typ nochmal. Warte mal, was? Ist der Fußball nur in Herr Flüges Haus? Was? Das kam jetzt überraschend. Vielleicht hätte ich besser lesen sollen. Hat er den gefunden, oder wie? Interessant, der wird wirklich ein unheimlich alter Mann. Der hat er gehört? Der hat er gehört? Schlechter Manieren, also hören Sie mal, ich... Moment! Sie können Whisper sehen? Undeutlich. Ja. Aber hauptsächlich höre ich das Geplapper. Faszinierend, Sie spüren Yokai? Wie alt ist das? Wirklich aufmerksam. Ich verstehe, ein alter Mann weiß unmöglich, dass er über Yokai Bescheid. Wie kannst du es wagen, so respektlos? Hat der Küken in seinen Haaren? Oh, Entschuldigung, ich bin daran gewohnt, wahrgenommen zu werden. Ich versuche mal, das Thema zu wechseln. Haben Sie einen Fußball gesehen? Sie wissen schon, rund, wie ein Ball, fußballerisch. Meinst du den hier? Nehmt ihn einfach. Wow, das war einfach. Ich glaube, der liegt irgendwo im Garten rum. Was eigentlich logischer gewesen wäre. Aber okay. Sieh an. Sie haben den Ball ja schnell hergegeben, wie überraschend. Ich bin netter, als ihr denkt. Und ich habe keine Lust mehr, euch zuzuhören. Außerdem brauche ich euch vielleicht später, also sparen wir die Energie. Sie brauchen uns später grandios. Wir unterhalten sie gerne, alter Knacker. Ich meine, interessanter alter Knacker. Auf eine mysteriöse Weise, Juke. Die auf... Warte, oh, keine Ahnung. Interessanter alter Knacker. Ehrlich gesagt, gefällt mir das ganz gut. Okay, ich gehe da mal weg hier. Ist ein bisschen creepy. Gut, dann würde ich jetzt wirklich sagen, wir geben jetzt gerade die Quest hier mal ab. Das ist die erste Quest, die wir so
Geht der jetzt ernsthaft immer wieder zu? Das ist ja mega kacke. Nein, ich will den Jungen nicht zurück. Ich will ihn behalten. Cool, danke. Überreicht Fußball. Es ist komisch, jemanden zu treffen, der Yokai ohne Watch sehen kann. Okay, cool. Gut, haben wir jetzt die Quest abgeschossen, aber irgendwie sind wir immer noch weiter daran gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Wie gesagt, dann mache ich jetzt Offscreen. Oh Gott, denk dran zu werden und... Wieso kriege ich dafür XP? Warte mal, das habe ich jedes Mal schon immer vorher nie gemerkt. Kumasa ist immer noch der Höchste. Ich sollte echt mal öfter so Dinger machen. Bonus-Szene. Wieso kommt das immer? Ich meine, das ist voll süß, aber what the fuck? Ab wann schaltet man das eigentlich frei? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir sehen uns dann. Bis dann. Und ja, tschüss.